وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. Liebe Geschwister im Islam, walhamdulillahi rabbil alamin, haben wir seit geraumer Zeit mit einer Reihe angefangen über die Geschichten der Propheten, Qasas al-Anbiya. Und es sind wichtige Geschichten, damit wir Lehren daraus ziehen, um unseren Iman, um unseren Glauben zu stärken. Nur deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Geschichten herabgesandt auf seinen Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, damit er mit diesen Geschichten sein Herz festigt. Denn der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam hat in 23 Jahren Offenbarungszeit mehr erlebt, als viele von uns denken. Und leider studieren viele nicht die Geschichte des edelsten Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und daher kennen sie auch nicht seinen Wert. Wie viele Jugendliche haben heute Vorbilder, wal'iyadu billah, die Brennstoff des Höllenfeuers sein werden, ob es Rapper sind, ob es Sänger sind, ob es Schauspieler sind. Er nimmt sich Vorbilder, andere als Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dabei weiß er doch selber, und er hat dieses Glaubensbekenntnis gesprochen, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Es gibt niemanden, der mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, und Muhammad ist sein Gesandter. Jeder, der ein Muslim sein möchte, muss dieses Glaubensbekenntnis sprechen. Den ersten Teil, La ilaha illallah, und den zweiten Teil, Muhammad Rasulullah. Daraufhin, obwohl er weiß, dass sein Glaubensbekenntnis nicht gültig ist, außer mit diesen zwei Teilen, nimmt er sich andere Vorbilder als denjenigen, dessen Namen er erwähnen muss, damit überhaupt seine Shahada, sein La ilaha illallah, gültig ist. Dieser verliert in der Dunya und in der Akhira. Wenn du ihn fragst, wer ist der beste Mensch, so grübelt er. Er weiß nicht, was er antworten soll. Aber jeder Muslim, der Allah und seinen Gesandten liebt, sagt, der liebste Mensch ist mir Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, den Allah azza wa jal auserwählt, auserkürt hat, damit er diese Nation zu dem Licht führt, raus aus der Finsternis, wie viele Leute vorher gelebt haben. Sie haben alles im Leben gemacht, was man nur machen konnte, und es hat ihnen keine Glückseligkeit im Leben gebracht. Aber als sie sich zum ersten Mal vor Allah subhanahu wa ta'ala niedergeworfen haben, eine Sajda, so haben sie gewusst, sein gesamtes Leben war vorher nichts anderes als eine Lüge. Weil nichts dir Glückseligkeit bringen kann, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat dein und mein Herz in der Hand. Und wenn du denkst, dass du durch einen anderen Weg glückselig wirst, so sehe vor dir die Nationen. Viele haben es versucht vor dir, und alle sind daran gescheitert, außer diejenigen, die den Weg der Religion beschritten haben. Allahumma la tumitna illa wa anta radin anna ya rabbal alamin. Liebe Geschwister, wir sind gerade dabei, die Geschichte von Adam alayhi salatu wassalam zu studieren. Und wir haben schon bereits zwei Teile, alhamdulillahi rabbil alamin, vor dieser gesegneten Jama'a, möge Allah azza wa jal mich und euch segnen und uns in das höchste Paradies eingehen lassen. Wir haben bereits zwei Teile vollständig erklärt und wir haben diese vor allen Dingen studiert. Nur möchten wir eine Sache erreichen, dass wir unsere Herzen dadurch ändern. Und heute möchte ich über ein ganz bestimmtes Ereignis sprechen, über den gewaltigsten Vertrag, den Allah Azza wa Jal mit den Menschen vereinbart hat. Es gibt einen Vertrag, einen gewaltigen Vertrag. Kein Vertrag ist gewaltiger als dieser. Der besteht zwischen Allah, dem Herrn aller Menschen, und Adam alayhi salatu wassalam und seiner Nachkommenschaft. Allah subhanahu wa ta'ala sagt,
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Als Allah einen Vertrag zwischen sich und Adam vereinbart hat und er seine Nachkommenschaft, das bedeutet alle Menschen, die nach Adam alayhi salatu wassalam kommen, bis der letzte Mensch geboren wird zur Stunde, als Allah azza wa jalla all diese Menschen vor sich geführt hat, subhanahu wa ta'ala, und einen Vertrag mit ihnen gemacht hat. Welcher Vertrag? Alastu bi rabbikum, bin ich nicht euer Herr? Qalu bala. Sie sagten doch, jeder Mensch hat bereits bezeugt, dass er Allah als einzigen Herrn anbeten wird. Abul Bara, ich kann mich nicht daran erinnern. Ich soll bezeugt haben, ich kann mich nicht daran erinnern. Diese Erinnerung ist jetzt in Form der Fitra bei dir vorhanden. Was ist die Fitra? Das ist dein natürlicher Glaube. Wenn du von niemandem beeinflusst wirst in deinem Leben, mit dem Schirk, dass es neben Allah andere Götter gibt, so wirst du als Muslim nie jemanden anderen anbeten außer Allah, und das ist in deiner natürlichen Veranlagung. Jeder Mensch wird als Muslim geboren, wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Jeder Mensch wird als Muslim geboren. Al-fitra bedeutet hier Muslim. Al-Fitra kann verschiedene Bedeutungen haben, hier heißt es aber Muslim. Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, seine Eltern aber, und sie haben den größten Einfluss auf das Kind, machen das Kind entweder zu einem Juden oder zu einem Christen oder zu einem Feueranbeter. Warum sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht, oder sie machen ihn zu einem Muslim? Weil die Fitra hier in diesem Hadith, die genannt wurde, dieser Islam ist und keine andere Religion, liebe Geschwister. Wie Allah Azza wa Jalla sagt, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. So richte dein Gesicht in Richtung der geraden Religion. Das ist der Islam. فِطْرَةُ اللَّهِ. Die Religion Allahs, der Islam. الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. So wie Allah Azza wa Jalla dieses den Menschen eingegeben hat, dass sie als nichts anderes geboren werden, außer als Muslim. Und jedes Kind, was stirbt, stirbt als Muslim. Wenn es muslimische Eltern hatte, geht es direkt in das Paradies. Yawmul Qiyamah. Allahu Akbar. Was für ein Segen für diese Nation von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah hat einen Vertrag zwischen sich und der Schöpfung genommen, zwischen Adam und den Nachfahren von Adam alaihi salatu wassalam. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, er erklärte diese Ayah, er sagte, Inna Allah khalaqa Adam. Allah hat Adam alayhi salatu wassalam erschaffen. Famasaha bahrahu. So hat er seinen Rücken gestreichelt, biyamini, mit seiner rechten, subhanahu wa ta'ala. Fastakhraja minhu dhurriyatan. Dann hat er die Nachkommen von Adam alayhi salatu wassalam entstehen lassen. Alle Menschen, die auf der Erde leben. Was sagte er dann? فَنَشَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ. Dann hat er sie alle vor sich geführt, كَذَّر, wie eine Form von Ameise. Alle Leute, die nach Adam alayhi salatu wassalam jemals zu dieser Welt geschickt werden, eine Seele bekommen, hier leben, alle wurden vorgeführt vor Allah, dem Schöpfer. فَنَشَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَذَّر ثُمَّ كَلَّمَهُمْ. Dann hat Allah azza wa jalla mit dieser Schöpfung gesprochen. Allah hat mit ihnen gesprochen. Und er hat einen Vertrag von ihnen genommen. Alastu bi rabbikum, bin ich nicht euer Herr? Qalu bala. Sie sagten, doch, du bist unser Herr. Warum? Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala dieses Zeugnis von ihnen genommen? Er erklärt es weiter. Shahidna an taqulu yawm al-qiyamah, inna kunna an hadha ghafilin. Damit ihr nicht yawm al-qiyamah, wenn Allah euch zur Rechenschaft zieht, und ihr vor Allah, eurem Schöpfer, stehen werdet, nicht sagen könnt, wir haben von all dem nichts gewusst. Tawhid, la ilaha illallah, das ist in der Fitra der Menschen vorhanden.
dass sie niemand anderen anbeten außer Allah. Und wer dennoch etwas anderes anbetet außer Allah, so wird Allah ihm im Laufe der Zeit aufzeigen, dass das, was er anbetet, gänzlich falsch ist. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ. Dieses deswegen, weil Allah der Wahre ist. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ. Und dass das, was sie außer Allah anbeten, das falsch ist. Ya Akhi, danke Allah und sag zu dir Alhamdulillah, dass du nicht etwas anbetest, was dir weder ein Nutzen noch ein Schaden bringen kann. Siehst du nicht, wie Leute Bäume anbeten? Siehst du nicht, wie Leute Sterne anbeten? Siehst du nicht, wie Leute Tiere walayadu billah anbeten? In Indien beten sie Kühe an und Ratten an und Mäuse an und all das, was dieses niedrige Geschöpf zu bieten hat. Siehst du nicht diese Leute, die völlig in der Irre sind? Siehst du nicht Leute, die Menschen anbeten? Alles außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist der Unterschied zwischen dir als Muslim und einem, der weit in die Irre gegangen ist, der mit dem Islam nichts zu tun hat, denn er denkt, etwas anderes kann Allah subhanahu wa ta'ala sein. La hawla wa la quwwata illa billah. Wenn du ihn fragst, dass das, was er anbetet, bezeugen könnte, dass dieses die Himmel und die Erde erschaffen hat, er sagt dir selber nein. Niemals kann dieses die Himmel und die Erde erschaffen haben. Wie also kannst du diese Sachen anbeten? Wie kannst du etwas anderes anbeten außer Allah, was dir weder nützen noch schaden kann? Aber es gibt diese Leute, weil ihre Herzen krank sind, weil sie Allah Azza wa Jal sich gegenüber nicht unterwürfig verhalten wollen, so beten sie etwas anderes an außer Allah Azza wa Jal. Und das sind die Verlierer. Allah Azza wa Jal beschreibt sie im Koran, أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ. Das ist die übelste aller Schöpfung. Die übelste aller Schöpfung. Willst du von Allah Azza wa Jal als die niedrigste Schöpfung bezeichnet werden? Wir Muslime, wir beten einen einzigen Herrn an. Und an diesem Tag hat Allah Azza wa Jal das Zeugnis von Adam alayhi salatu wassalam und den gesamten Nachkommen nach ihm genommen, so dass keiner Yawmul Qiyamah eine Ausrede haben wird. Meine Geschwister, warum? Allah Azza wa Jal hat das Zeugnis gegen uns erbracht. Und das sollten wir verstehen. Das Zeugnis gegen uns erbracht, damit wir keine Ausrede haben. Und obwohl Allah, und schaut die Barmherzigkeit Allahs Azza wa Jal, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala dieses Zeugnis schon von uns genommen hat und es reichen würde, ausreichen würde, so hat er uns trotzdem Propheten geschickt. So hat er uns trotzdem Bücher gelassen. So hat er uns trotzdem die Tür zur Reue aufgehalten, obwohl Allah dieses wahrlich nicht tun müsste. Aber er ist derjenige, der uns vergeben möchte. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah möchte euch vergeben. Wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu maylan 'azima. Diejenigen aber, die ihren Gelüsten folgen, sie wollen euch vom geraden Weg abbringen. Sie machen Musikvideos. Sie drehen diese, produzieren diese versauten Filme. Sie bringen euch bei, eine Freundin im Leben zu haben. Dieses Leben so zu genießen auf ihre Art. Sie wollen euch von dem wahren Weg abbringen. Allah möchte euch aber vergeben. Bringt deine Freundin dich ins Paradies. Dein Kiffen, deine Joints bringen sie dich ins Paradies. Deine Drogen bringen sie dich ins Paradies. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah möchte euch vergeben. Aber die anderen Shayatin von den Menschen und von den Jinn, sie wollen uns in die Irre führen, liebe Geschwister, auf dass wir nicht auf dem Wege Allahs Azza wa Jal befestigt bleiben. Allahumma thabbitna ala dinil haqq ya rabbal alamin. Liebe Geschwister, das war dieses gewaltige Zeugnis von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann kommt ein Teil, und ich nehme aus verschiedenen Überlieferungen verschiedene Sequenzen, liebe Geschwister, damit man versteht, das ist nicht eine gesamte Überlieferung an für sich, das sind mehrere Überlieferungen, die zusammengefasst sind. So sagte Allah Azza wa Jal, nachdem er die Schöpfung vor sich hatte, er sagte, خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ. Diese Leute, die ich gerade jetzt vor mir stehen habe, die habe ich für das Paradies erschaffen. Das sind Paradiesbewohner. Alles Paradiesbewohner. Allah hat sie für das Paradies erschaffen. Und er sagte weiter, subhanahu wa ta'ala, wa bi'amali ahli al-jannati ya'malun. Und sie werden die Taten der Paradiesbewohner begehen.
Und dann hat er eine andere Schar zusammengefasst, subhanahu wa ta'ala. Und er sagte, khalaqtu ha'ula'i lin-nar. Diese aber habe ich für das Höllenfeuer erschaffen. Für das Höllenfeuer. Sie gehen in jedem Fall in das Höllenfeuer rein. Allahumma najjina min an-nar. Und er sagte, subhanahu wa ta'ala, wa bi'amali ahli an-nar ya'malu. Sie werden die Taten der Höllenbewohner ausführen. فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ Dann sagte ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, er sagte, فَفِيمَ الْعَمَلِ Worin soll dann noch der Sinn liegen, dass wir überhaupt gute Taten machen? Und in einer anderen Überlieferung, أَفَلَا نَتَّكِلْ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلِ Sollen wir uns nicht auf das Buch, das heißt auf Lauhul Mahfud, auf die wohlverwahrte Tafel, wo schon alles niedergeschrieben steht, sollen wir uns nicht einfach darauf verlassen und die Taten auslassen? Und das ist eine Frage, die viele Leute stellen. Sie sagen, wenn schon alles geschrieben steht, und das ist sehr gefährlich, liebe Geschwister, denn gerade die Kuffar, die Scheinargumente bringen, spielen mit diesem Thema der Vorherbestimmung. Und wenn ein Muslim das nicht richtig erlernt, Wallahi, er wird in die Irre gehen. Muslime, stellen wir heute die Frage, warum sollen wir dann überhaupt noch gute Taten machen? Dann heißt es, wir setzen uns hin und genießen das Leben. Das ist ein Fehler. Weh dir, dass du auf Al-Qadr schaust, auf die Vorherbestimmung schaust, dessen Ergebnis du nicht kennst. Wenn ich dich frage, bist du in Jannah, du wirst mir sagen, Allahu A'lam. Wenn ich dir sage, bist du in An-Nar, im Feuer, du sagst mir, Allahu A'lam. Wie also kannst du für dich urteilen? Woher kommt diese Urteilskraft, wenn du nicht weißt, wo du hingehen wirst? Ich habe eine Frage an dich, Udi Namas. Hat Allah für dich schon geschrieben, ob du eine Frau heiratest und Kinder bekommen wirst? Du sagst mir, ja, alles ist niedergeschrieben. Dann eine Frage, setz dich einfach ins Wohnzimmer und sage, ich bekomme die Frau und ich bekomme die Kinder. Warum bewegen wir uns in dieser Richtung dann? Wenn wir das Ergebnis nicht kennen. Wir wissen nicht, ob wir eine Frau bekommen. Wir wissen nicht, ob wir Kinder bekommen. Aber wir streben danach, wir nehmen die Mittel in Anspruch und das Ergebnis Allahs Azza wa Jalla wird in jedem Fall eintreffen. Du hast die Möglichkeit zwischen zwei Ländern. In einem Land ist es friedlich und du bekommst dort Rizq. Du hörst, es gibt viele Möglichkeiten, etwas dort zu machen. Und es gibt gute Leute und gute Sachen. Das ist ein Land, wo du hingehen kannst. Und das andere Land, du hörst, in diesem Land gibt es nichts anderes als Fasad, nichts anderes als Übel. Willst du mir sagen, du wirst in das zweite Land gehen? Du wirst in das erste Land gehen, damit du auch dort die besten Möglichkeiten in Anspruch nimmst. Und so ist es mit dieser Religion, als dieser Mann gefragt hat, فَفِيمَ الْعَمَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ Was nützen uns dann noch die guten Taten? Höre, was er sagte, sallallahu alaihi wa sallam. Die schönste Antwort, die man geben kann. Und es ist eine Offenbarung von Allah Azza wa Jal. Er sagte, اعملوا, mach gute Taten. فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ Mach gute Taten, denn jedem wird sein Weg leicht gemacht, entsprechend dem, wofür er erschaffen worden ist. Allah hat dich für das Paradies erschaffen, so wird er dir die guten Taten leicht machen. Ja, ich schau mal dein Leben. Du betest deine 5 Gebete, vielleicht betest du sogar noch Qiyamul Layl und Tarawih betest du im Ramadan und viele andere Gebete, die nicht Pflicht sind zu beten. Wenn ich dich frage, ist dieses für dich so eine Abmühung, dass du daran zugrunde gehst? Du sagst mir, nein, Alhamdulillah, Allah hat es mir leicht gemacht. Warum? Weil er verhilft dir zu den Taten der Paradiesbewohner. Eine andere Person, Wallahi, er kann nicht eine Raka'a für Allah Azza wa Jalla beten. Er kann nicht einmal sich vor Allah Azza wa Jalla niederwerfen. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala ihm die Angelegenheit nicht leicht, sondern schwer macht. Warum? Weil Allah sein Herz kennt. Allah ist nicht ungerecht. Allah weiß, was in den Herzen der Diener ist. O Diener Allahs, du hast doch 2 Leben gehabt. Einmal in der Jahiliyyah und einmal jetzt im Islam. Frage an dich. Warum bist du damals nicht zum Islam zurückgekehrt oder konvertiert? Weil du damals nicht bereit warst dafür. Aber als du die Reue gezeigt hast, als du Allah bewiesen hast, dass du zu ihm zurückkehren möchtest und ab jetzt nur nach der Wahrheit leben möchtest, hat Allah dir nicht die Angelegenheit leicht gemacht. Schau dich an, du hast ein Bart, Alhamdulillah, obwohl es viele Probleme gibt. Du verhältst dich islamisch, obwohl es viele Probleme gibt. Du versuchst auf Halal und Haram zu achten, obwohl es diesbezüglich viele Probleme gibt. Allah hat es dir leicht gemacht. Und er gibt dir die Kraft, diesen Weg durchzustehen. Und der andere, der Walayyadu Billah, Fisq,
Frevel in seinem Herzen hat, Allah wird ihm niemals diesen Weg erleichtern. Warum? Weil Allah weiß, dass er in seinem Herzen nichts anderes als Übel und Fassad hat. Deswegen lässt Allah Azza wa Jal ihn abirren, bis diese Person eines Tages entscheidet, zum Wege Allahs Azza wa Jal zurückzukehren. Und Allah wartet auf die Reue seines Dieners. Er hat es nicht eilig mit der Bestrafung seiner Diener, sondern er wartet, bis die Diener dieses Leben gänzlich leben. So lange lässt Allah Azza wa Jal ihnen eine Möglichkeit, dass sie bereuen. Aber wenn sie dieses nicht begehren, so ist Allah reich, subhanahu wa ta'ala. Möge Allah Azza wa Jal uns nur der Wahrheit folgen lassen. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen wal aqibatu lil muttaqeen wal udwana illa ala al-zalimeen wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'd. Ein gewaltiges Ereignis, was sich am Tage von Arafah abgespielt hat. Allah hat einen Vertrag von Adam und seinen Nachkommen genommen. Subhanallah, liebe Geschwister, Allah Azza wa Jal wird Yawmul Qiyamah zu Adam alayhi salatu wassalam sprechen. Und wir haben darüber geredet. Alle Menschen haben bezeugt, dass Allah ihr Herr ist. Aber es sind die wenigsten, die sich an diesem Vertrag halten. Die meisten werden als Höllenbewohner, als Kuffar in Jahannam hereingehen, trotz ihres Versprechens gegenüber Allah, trotz der Propheten, die zu ihnen gesandt wurden, trotz der Bücher, die gelassen wurden. Die meisten der Geschöpfe gehen in das Höllenfeuer. Wer euch auch immer etwas anderes erzählt, das ist ein Fasiq. Ein Frevler, der wal'iyadu billah die Religion umdrehen möchte. Und das Buch Allahs ist voll mit diesen Beweisen. Bal aktharuhum la yu'minun. Die meisten glauben nicht. Wa in tuti' akthara man fil ard yudilluka an sabilillah. In yattabi'una illa dhann wa innahum illa yakhrusun. Allah azza wa jalla sagt: Ja Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wenn du den meisten Menschen auf der Erde folgen würdest, sie würden dich nur vom Weg abbringen. Sie folgen nur Vermutung und raten nur herum. Yawmul Qiyamah, wir wissen nicht, ob es das gibt. Wir könnten zum Schmetterling werden. Wir könnten zum Fruchtzwerg werden. Sie raten nur herum. Kein Yaqin, keine Religion, keine Aqida. Wie der Muslim, er weiß ganz genau, nach seinem Tod gibt es Paradies oder Höllenfeuer. Ya ayyuhannas, inna wa'dallahi haqq. O ihr Menschen, das Versprechen Allahs ist wahr, nach dem Tod bekommt ihr eine Belohnung oder eine Bestrafung. Das weiß jeder. Die meisten Menschen sind abgeirrt vom Weg. Und sie werden den höchsten Anteil an den Höllenbewohnern darstellen. Und dafür gibt es eine klare Überlieferung. So wird Allah Azza wa Jalla Yawmul Qiyamah zu Adam als ersten Menschen sprechen. Niemand wird zuvor mit dieser gewaltigen Stimme, der Stimme Allahs Azza wa Jal, konfrontiert. Yawmul Qiyamah, als erstes ist es Adam alayhi salatu wa salam. Allah wird ihn sagen, ja Adam, o Adam. Er wird sagen, labbayka wa sa'dayk. Ich bin hier zu deinen Diensten, ja Allah. Ich bin hier zu deinen Diensten, ja Allah. Wal khayru fi yadayk. Und das Gute liegt nur in deinen Händen. Schaut mal. Wie ein Mensch, der Adab hat, der Vernunft hat, der Benehmen hat, weiß, dass von Allah nur das Gute kommt. Wenn wir etwas Schlechtes im Leben erfahren, nur durch unsere eigenen Sünden, nur durch unsere eigenen Verfehlungen, nur durch unser eigenes Irregehen. Das ist der Grund. Sonst kommt von Allah nur das Gute, o Diener Allahs. Er sagt, und das Gute liegt in deinen Händen. Dann sagt Allah Azza wa Jal zu ihm, Akhrij ba'athan nar. Nehme alle heraus, o Adam, die in das Höllenfeuer hereingehen werden. Alle! Fayaqulu Adam alayhi salatu wassalam, min kam? Wie viele sind es, ja Allah? Wie viele soll ich herausnehmen aus diesem Höllenfeuer? So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, min kulli elfin tis'u mi'atin wa tis'atun wa tis'un.
von jeden 1000 nimmst du 999 heraus. Das ist der Anteil der Höllenbewohner. Bedeutet, um es dir zu übersetzen, von 1000 Geschöpfen kommen 999 in das Höllenfeuer. Allahumma sallim sallim. Imam al-Dhahabi, rahimullah ta'ala, sagt, jeder, der denkt, dass er nicht zu ihnen gehört, so ist er getäuscht worden von der Dunya. Wallahi, es gibt Leute, der sagt, ich bin schon im Paradies. Miskin. Er weiß nicht, was es für eine Abmühung bedarf, dass man das Paradies erreicht. Allahumma suhna al-Jannah, bin al-Hisab, bin al-Alamin. Von jeden 1999, die Sahaba haben einen Schreck bekommen. Sie sagten zu dem Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, Ya Rasulallah, ayyuna dhalika rajul, au ayyuna dhalika al-wahid. Wer ist dann der Errettete von uns? Schaut, so eine Botschaft vom Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, dass 999, walayyadu billah, in das Höllenfeuer hereinkommen, von 1000 Leuten, das heißt ein Erretteter, und 999 sind Höllenbewohner. Allah erwartet von dir, dass du der Errettete bist. Allah erwartet von dir, dass du der Errettete bist. Dann sagte der Gesandte, sallallahu alaihi wa sallam, eine frohe Botschaft. Er sagt, abshiru, eine frohe Botschaft an euch. Er sagt zu ihnen, Allah wird einen von euch erretten, bedeutet von den 1000, das sind 999, die in das Höllenfeuer gehen, und einer geht in das Paradies. Er sagt, sallallahu alaihi wa sallam, das heißt, einer wird errettet von den Gläubigen. Und die 999 sind von Ya'juj und Ma'juj. Ya'juj und Ma'juj ist ein Volk, welches später am Ende der Zeit kommen wird. Es ist schon da, präsent. Wo? Allahu a'lam. Heutzutage hören wir Satellitenbilder, Satellitenstationen. Man weiß, wo jeder Fleck der Erde ist. Warum haben sie Ya'juj und Ma'juj noch nicht entdeckt? Wo sind sie? Das sind keine kleinen Völker, das sind Riesenvölker. Sie sind schon da, aber sie werden ausbrechen am Ende der Zeit, liebe Geschwister. Und diese werden Unheilstifter auf der Erde sein. Unheilstifter. 999 werden von ihnen sein. Das ist eine Überlieferung. Aber manche stützen sich nur auf diese Überlieferung. Deswegen sagen sie, in jedem Fall wird es so sein. Wir sagen, nein, stopp, es gibt noch eine andere Überlieferung. Von Abu Huraira radiallahu anhu, dass der Prophet sallam sagte, von 100 werden 99 in das Höllenfeuer gehen, und er nannte nicht Ya'juj und Ma'juj. Deswegen haben die Gelehrten diese beiden Hadithe zusammengebracht. Wie Ibn Hajar al-Asqalani rahimullah ta'ala in seinem eines der schönsten Werke Fath al-Bari zusammengefasst hat. Er sagt, liebe Geschwister, dass die Gelehrten unter anderem sagen, dass diese beiden Überlieferungen insofern zusammenzubringen sind, als dass die Umma von Adam alayhi salatu wasalam bis vor Muhammad sallallahu alayhi wasalam, hier wird dieses eintreffen, dass von 1000 Leute 999 in das Höllenfeuer eingehen. Und was die Umma von Muhammad sallallahu alayhi wasalam betrifft, so werden von 199 in das Höllenfeuer hereingehen. Wie auch immer, wir sind in höchster Gefahr, wenn wir uns nicht am Wege der Rechtleitung halten. Eine Frage an dich, Umina Ammas. Weißt du nicht, was der Weg der Rechtgeleiteten ist? Wenn ich dich frage, es gibt zwei Personen hoch. Der eine betet und fastet und spendet und liest den Koran und achtet darauf, dass er den Menschen kein Unrecht macht. Was wirst du mir sagen? Wo kommt er hin? Du sagst mir von alleine in das Paradies. Ob du der schlimmste Drogendealer bist oder ob du ein Normaler im Kopf bist. Du wirst mir sagen, der kommt ins Paradies. Ich frage dich, auch als Drogendealer, der du keine Ahnung hast von deiner Religion, der nur mit der Dunya beschäftigt ist, und morgen wirst du all deine Taten bei Allah Azza wa Jalla wiederfinden. Wie viele Leute hast du verdorben? Wie viele Leute hast du kaputt gemacht mit deinen Drogen? Wie viele Leuten hast du das Geld unrechtmäßig genommen? Diese Leute, schaut, liebe Geschwister, wenn man sie auch fragt, diese Drogendealer, die Leute, die abgeirrt sind, wenn man sie fragt, eine Person, er klaut und er tötet und er betrügt und er belügt und er lügt durch das gesamte Leben durch und tut nichts Gutes, wer wird dir sagen, er kommt in das Paradies? Das ist Fitra. Das ist Fitra. Jeder hat diese Fitra. Jeder weiß das. Keiner hat eine Ausrede.
Jeder weiß, dass diese Person das Schlimmste zu erfahren hat bei Allah Azzawajal. Oder denkst du, er hat 60 Bücher studiert, als er bereut hat und zum Wege Allahs zurückgekehrt ist? Nein, er hat einen Moment der Wahrheit erkannt und dann hat er sich bei Allah Azzawajal Subhane entschuldigt und er ist zum Wege Allahs Azzawajal zurückgekehrt. Daher, liebe Geschwister, sage ich euch, der Weg in das Paradies ist nicht leicht. Aber er ist auch nicht schwer. Denn Allah wird es dir leicht machen, wenn du für dieses Paradiesgarten geschrieben worden bist. Daher ist deine einzige Aufgabe, dich jeden Tag abzumühen für Allah. Jeden Tag das Gute zu tun und versuchen, jeden Tag das Schlechte zu unterlassen. Bete alle deine Gebete und damit schließe ich an. Drei Rezepte für dich, damit du in das Paradies kommst. Möge Allah Azzawajal alle hier in das Paradies eingehen lassen. Drei Rezepte, mehr nicht. Du achtest auf deine Pflichten, dass du jeden Tag deine Gebete machst. Im Monat Ramadan fastest du deinen Monat Ramadan. Und wenn du Zakat hast, wenn du Vermögen hast, zahlst du deine Zakat. Und wenn du Geld hast und Gesundheit hast, pilgerst du zum Hajj, dass du erstmal deine Pflichten gegenüber Allah machst, so gut es geht. Das ist die erste. Das erste Rezept für den Erfolgreichen. Das zweite Rezept, du achtest darauf, dass du den Menschen kein Unrecht antust. Kein Unrecht antust. Vor allen Dingen nicht deinen Geschwistern. Das ist leider eine Sache, die sich sehr, sehr verbreitet hat unter den Leuten. Wallahi, wie schlimm sind sie gegenüber ihren Geschwistern und wie nett und sanft sind sie gegenüber den Kuffar. Obwohl Allah genau das Gegenteil im Koran sagt. Ruhamau bainahum. Sie sind barmherzig zueinander, die Muslime. Aber er ist jetzt barmherzig zu jemand anderes und zu seinen eigenen Leuten ist er wie ein Löwe. Du achtest darauf, dass du den Leuten kein Unrecht antust. Und das dritte Rezept ist, dass wenn du eine Sünde machst, sofort bei Allah bereust. Ich garantiere dir, Abul Bara, pass auf, was du sagst. Ich garantiere dir, dass du so das Paradies bekommst. Das sind die Worte vom Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, der uns beigebracht hat, nach der Religion zu leben und wir werden erfolgreich sein. Aber wenn wir einen anderen Weg beschreiten, so werden wir verlieren. Möge Allah azzawajal uns vor allen Fittern bewahren. Allahumma najjina min al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ya rabbal alameen, ya arhamar rahimin. إنك أنت السميع العليم فنسألك في هذه اللحظة الطيبة المباركة أن تغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم.